So, hallo zusammen. Mal ein ganz anderes Video, denn mein Controller kam an, den ich mir bei Amazon bestellt habe. Und es war ein Skin dabei. Und der Skin ist Neon Versa. Also ich finde ihn schon irgendwie ganz nett, aber ist halt jetzt nicht unbedingt so ein Skin, wo ich sagen würde, den würde ich unbedingt haben wollen. Aber ich werde natürlich jetzt erstmal ein bisschen spielen. Aber ich weiß nicht. Es gab schon bessere Skins, sagen wir mal so. Das Rückenaccessoire, klar, passt zum Skin. Aber an sich würde ich sagen, ist halt so gut, wenn man sich eh einen Controller kaufen will. MediaMarkt habe ich ihn jetzt gestern auch gesehen. Ist 50 Cent teurer als bei Amazon. Aber wie gesagt, aber irgendwie komischerweise die 500 V-Bucks sind nicht übertragen worden. Also der Skin ist da, aber die 500 V-Bucks fehlen mir. Auf der PlayStation hat er sie aufgerechnet, aber wo ich dann mich jetzt wieder auf den PC eingeloggt habe, nicht da. Dann hatte ich vor mir irgendwie, weil ich habe auf meinem alten Account auch noch 4.400, lass mich lügen, 75 V-Bucks, wollte mir hier dieses Major Laser Paket kaufen, aber passt mal auf, man kann es nicht verschenken. Warum kann man dieses Paket nicht verschenken? Alles kann man verschenken. Da unten steht ja als Geschenk verkaufen, dann kann man sich hier aussuchen. Aber das ist nicht möglich. Und das kotzt mich irgendwo an, weil ich hatte halt echt vor, mir den so rüber zu schicken und hatte auch noch vor, warte, wenn er jetzt mal hier gerade rüber skippt, hatte ich noch vor, hallo, gehen wir auf die 1. Mir eventuell den Skin hier noch zu holen, weil der verschiedene Varianten hat. Aber das nächste Problem ist, ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Jetzt muss ich mich gerade selber suchen. Ah, ich stehe ganz unten. Ich kann mir das erst in 2 Tagen schicken. Das wusste ich nämlich auch nicht. So, jetzt kommt der nächste Katastrophenfall. Der Shop aktualisiert sich in 15 Stunden. In 2 Tagen darf ich mir erst was quasi selber kaufen und rüberschicken. Aber ich denke mal, es werden bestimmt noch nette Skins kommen. So, dann schreibt mal bitte in die Kommentare. Habt ihr euch auch den Controller geholt? Oder was haltet ihr generell von dem Skin? Schreibt es einfach mal unten rein. Dann haben wir noch was anderes. Denn wir haben die 50 Abonnenten erreicht. Was bedeutet, die nächste Zahl kommt. Ich werde es auch jetzt direkt im Video selber machen. Kleinen Moment. Er lässt mich wieder nicht rein. Bam, 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 bam. So. Eigenschaften. Ein Fragezeichen weg. Und die nächste Zahl ist die 1. Also, wie ihr seht, jetzt sind es schon 5 Zahlen. Wie gesagt, 50 Abonnenten. Ich habe nicht gedacht, dass ich das im ersten Monat hinkriege. Von daher erstmal auf jeden Fall ein großes Dankeschön an euch. Und so seid ihr halt den 10 Euro schon mal einen Schritt näher. Ich wollte eigentlich das Video machen bei 50 Abonnenten, aber es kam schon wieder einer dazu. Also derjenige, der da abonniert hat, natürlich auch danke. Auch danke für die zahlreichen Kommentare inzwischen. Also ich kann eigentlich nur danke sagen. Also das Feedback ist halt schon recht positiv. Bis jetzt kamen, glaube ich, 3 Daumen nach unten. Aber damit kann ich leben. Ansonsten kam halt echt nur Positives. So, aber wenn ich mir dann den Spind hier angucke, meinen alten Spind, da denke ich mir, toll. Aber ich habe ja extra wegen YouTube mir einen neuen Account gemacht. Von daher ist das halt so. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr die 10 Euro gewinnen könnt, einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Da steht alles genau drin. Einmal PaySafe selber verlinkt, wo ihr den Code ausprobieren könnt. Und nochmal das Erklärvideo, wie ihr den Code knacken könnt und wie ihr seht, wenn ihr ihn geknackt habt. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal damit. Ich werde nachher nochmal Rette die Welt wahrscheinlich streamen und noch ein paar Aufgaben da machen, weil da will ich natürlich auch so schnell wie möglich nach oben kommen, weil der Battle Royale Modus reizt mich nicht mehr, so sage ich jetzt mal. Ich meine, guckt selber, ich bin jetzt Level 40. Battle Pass Level 48 und mache eigentlich nichts außer die Tagesaufgaben. Also ich komme heim, guck, was ist Tagesaufgabe, gut, lade das hoch, mache die Aufgabe,
Und ihr seht ja auch Herausforderungen. Ich habe sie halt alle gemacht, auch auf Episch. Also inzwischen zu leveln ist anscheinend nicht mehr die Kunst. Dann spiele ich eigentlich, was heißt eigentlich, ich spiele immer alleine. Weil mir halt derzeit echt die Zeit fehlt, weil ich halt bei Rette die Welt relativ viel mache. Und bin trotzdem Level 40. Also ich würde fast behaupten, Level 100 ist kein Problem, weil... Wie lange haben wir noch? Herausforderungen, die nächsten Herausforderungen kommen erst in 34 Tagen. Plus eine Woche drauf, heißt 41 Tage noch. Also ich würde behaupten, es ist eigentlich zu schaffen. Aber ich glaube, nur mit Aufgaben machen ist es nicht zu schaffen. Aber das werden wir halt dann sehen. Und wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne was in die Kommentare. Ich antworte jedem. Außer YouTube spinnt wieder rum und zeigt mir die Kommentare nicht richtig an. Aber ich gucke dazwischendurch trotzdem noch durch. Jetzt habt ihr die Chance, noch normal mit mir zu reden. Sollten wir größer werden, wird es, glaube ich, ein bisschen problematischer mit den Kommentaren, aber ich gebe mir da trotzdem Mühe. Weil man ist ja nicht nur am PC, wenn man unterwegs ist. Also Kommentare schreiben macht schon irgendwie Spaß. So, das war das. Dann würde ich halt einfach sagen, das war's damit. Wenn du noch nicht abonniert hast, gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, die nächste Zahl gibt es dann bei 60 Abonnenten. Fehlen ja schon nur noch 9. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein.